So, einen wunderschönen späten Abend, lieber Menschen. Es geht doch weiter mit Code Vein, weil ich Lust habe, dann noch weiter zu spielen. Eigentlich war geplant, dass ich jetzt mit Monster Hunter World weitermache, aber ja. Der Bossfight lässt mich einfach nicht in Ruhe. Ich habe einfach Bock, noch da etwas weiter zu machen in Code Vein. Und hoffentlich schaffen wir den Boss jetzt. Ja. Vielleicht werde ich danach noch ein wenig Monsanto spielen, aber das sehen wir dann. Ich hoffe jetzt nicht wirklich, dass wir noch länger bei dem Boss brauchen als vielleicht eine Stunde oder so. Müssen wir schauen. Vielleicht hatte ich einfach nur Pech. Gestern. Und es läuft heute wie flüssig. Keine Ahnung. Machen wir mal. Also, mein Dunst ist noch nicht verloren, das ist gut. Ich glaube, da war in Dark Souls etwas, wenn man, glaube ich, das Spiel beendet oder nochmal beim Missile ausruht, dass die dann weg sind. Keine Ahnung. Ich glaube, so ähnlich war das. Make sure you're good and set before we go. Das müsste eigentlich gut sein. Haben wir da irgendwas gegen Langsamkeit dingend? Verlangsamungswiderstand. Was ist das jetzt? WG-Meister, 101 gewährt unabhängig vom Bluecode des Benutzers das Talent unnachgiebiger Reister. Ah, okay. Aber wir haben da nichts, was uns, ach so, anti-langsam. Okay. Müssen wir wohl mal machen. Da wartet sie schon auf uns. Was macht ihr jetzt? Oh ja, sie macht jetzt diesen Move. Komm, das schaffen wir jetzt. Wie, das killt mich instant. So ein Scheißdreck. Zu spät. Ja, komm, wurde auch bezwungen. Wie toll. Wäre auch viel zu schön gewesen, wenn das sofort funktioniert hätte jetzt. Puh, das kann ja was werden. Don't run too far ahead.
Wir werden zuerst eh wieder unser Talent nutzen, bevor wir da rein stimmen. Ich muss auf meine Ausdauer achten. Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ey, wie viel Scham macht denn das? Das ist brutal. Oh, you're up again. Sorry. Moving up. Ja, ich mach das schon. Wäre auch viel zu schön gewesen, wenn das so schnell klappen würde. Wir sind ja letztes Mal über eine Stunde lang hängen geblieben bei ihr. Das ist echt krass. Also ich schwöre, wenn die nächsten Bossfights wieder einfacher werden, dann liegt es wirklich nur daran, dass ich irgendwie Probleme bei Tänzerinnen in Videospielen habe. Die ist auch so eine Art Tänzerin, irgendwie so eine Art. Ach, was ist das jetzt? Warum blockt man da nicht? Fängt es schon sehr scheiße an. Oh, ich hab langsam. Das konnte ich jetzt nicht mehr blocken, was? Das hat mich jetzt irgendwie nicht getroffen. Ja, sieht wieder scheiße aus. Ich hab nichts mehr zum Heilen da. Und das war's jetzt. Oder auch noch nicht. Mist. Nein! Ah, wieder so knapp! Das sah jetzt dann doch am Ende noch irgendwie gut aus, aber...
Wir haben ganz am Anfang ziemlich viel Mist gebaut. Ich glaube, wir haben es gleich mal. Also ich habe es jetzt nur von einem anderen gesehen, dass er irgendwie da ein Gift-Talent hat oder so, wo er es vergiften konnte und das einfach mal First Try geschafft hat. Ja, so gut bin ich anscheinend nicht. Das ist auch ziemlich krass. So. Time for some payback, huh? Being prepared. Wir müssen sie mal zur Fall bringen. Das einfach Schaden macht. Macht sie das schon wieder? Ah, das wollte ich gar nicht. Ja, toll, jetzt bin ich verrückt. Ich habe echt nichts mehr zum Heilen. Warum musste ich da unbedingt reinlaufen? Was ist das für ein Scheißdreck? Ja, das war's jetzt wieder. Das lief jetzt überhaupt nicht gut. Wie kann das nur so schwierig sein? Verstehe ich nicht. Das ist ekelhaft. Mist, ey, ich hasse es so langsam.
was willst du machen? Ich versuche es die ganze Zeit, ihre Angriffe auszuweichen und zu blocken, aber manchmal funktioniert das nicht. Das ist so zum Kotzen, so langsam, aber richtig. Ich versuche schon so gut zu spielen, wie es geht, aber das reicht irgendwie nicht. Das reicht irgendwie nicht aus. Ich weiß auch nicht, was ich noch machen soll. Aber ich hoffe, das ist und bleibt eines der schwierigsten Bossfights in diesem Spiel, sonst sehe ich schwarz. Dass wir da jemals durchkommen. Nein, ich stehe wieder mittendrin in diesem scheiß Angriff. Das macht halt 800 Damage. Das ist zu brutal, dieser Angriff. Ja, ist es aus. Das macht einfach viel zu viel Damage, ihr verdammten Rutschangriff da. Ja, ja. Wir dürfen nur nicht uns von ihren Rutschangriff treffen lassen. Das ist aber ziemlich schwierig. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Mist. Da wieder, ich werde einmal gehittet und dann kann ich nichts machen. Ja. Ich hasse es. Wo sind meine, wo ist mein Dunst? Ah, da.
Dann sind die doch nicht ganz verloren. Ja, sieht wieder scheiße aus. Oh! Ich bin ausgewichen. Komm, Falle! Ah, shit. Ja, was kann man da jetzt noch machen? Die hat nur noch so wenig Leben. Ich bekomme es einfach nicht hin. Wow, ey. Das wird hart, ey. Wir sind jetzt schon wieder fast eine halbe Stunde dabei. Ja gut, ich glaube bei Dark Souls 3 war das ganz am Anfang auch so. Dass ich bei den meisten Bossfights immer mehrere Stunden gebraucht habe, bis ich da weiterkam. Ist halt ziemlich blöd für den Fortschritt. Dass man da halt ziemlich hängt an einem Boss. So, mal schauen, wie es dir das schmeckt. Sobald du da dran bist, gibt's keinen Entkommen mehr. Mist. Ja, ich hab das schon kaum gesehen, dass sie sich jetzt wieder so blöd dreht. Ich wollte dann auch rechtzeitig weg. Ja, das war's. Das haben wir wieder schön verkackt. Es hat eh keinen Sinn mehr, da noch weiter zu machen. Wow. Mal schauen, ob wir das heute noch irgendwie hinbekommen. Ich befürchte nicht. Am Ende bleiben wir bei diesen Bossfight echt hängen. Das ist krass. Ich hätte es jetzt schon ein paar Mal so knapp geschafft, aber dann musste es wieder. Unbedingt so kommen, dass ich da dann besiegt werde. Time for some payback, huh?
Ja. Wenn wir es mal hinbekommen könnten. Ja, was war das jetzt wieder? Sieht wieder kacke aus. Ja, das haben wir wieder verkackt. Nice. Fick mich doch, Spiel. Ja, jeder hat einen schlechten Tag. Ich habe anscheinend mehrere schlechte Tage. Wie es aussieht. Weil ich jetzt nicht mal hinbekomme, den einen Bosspanzer zu besiegen. Ach du meine Güte. Die 48.000 Dunst hätte ich schon gerne wieder. Da müssen wir den Boss aber erstmal besiegen. Es ist so ärgerlich. Es ist so verdammt ärgerlich, dass ich da gerade so hänge. Aber das werden wir hoffentlich irgendwann mal hinbekommen. Das kann doch nicht verdammt mal nochmal so schwierig sein. Ja, das habe ich jetzt gesehen. Und ich hätte gehofft, das würde mich nicht treffen. Ja. Warum treffe ich nicht? Ja, das sieht jetzt schon wieder gut aus. Ja, das ist so ärgerlich.
Ja. Wow, ey, das sah so gut aus. Das sah so verdammt gut aus und dazu ist. Okay. Ja, gut. Ich verliere meine Stimme. Meine normale Stimme, meine ich. Wow. Wie schnell sie uns einfach da töten können. Krass. Also ich habe jetzt nicht wirklich was bemerkt, dass ich da noch Blitz hinzugefügt habe. Anschauen, meine ich. Oh ja, so gefällt mir das schon mehr. Ich kann auch tanzen. Falle! Nein. Ich steck fest. Ey, das ist sicherer Tod, wenn man da festhängt. Was? Nochmal! Ey. Das sah schon besser aus. Aber dann muss es wieder sowas passieren, ey. Das finde ich richtig ärgerlich. Ich könnte so langsam richtig kotzen, ey. Aber so richtig. Also das mit dem Plasma-Patronen hält nicht lange.
Mist! Was? Okay. Das war's schon wieder. Ich verstehe das nicht. Das bringt mir null. Das bringt mir absolut null, das, die Sachen da zu verwenden. Ja. Plasma-Patrone habe ich jetzt nur noch eine einzige. Also, das bringt mir absolut gar nichts. Sorry. Moving out. Ja, ja, ich weiß schon. Ich hoffe nicht allzu lange. Aber wenn es sich noch so weiterzieht, dann doch. Was ist das für eine Reichweite? Ist das der Trick? Das war's, ey. Ja, komm, wurde auch bezwungen, toll. Vielleicht in 100 Jahren. Dass wir das mal schaffen. Aber ich bin schon auf Stufe 27, da würde mir Level 100 auch nicht wirklich was bringen. Ja, vielleicht auch wegen dem Ausdauer, aber sonst, ich weiß nicht. Ey, das ist einfach zu brutal. Ich komme mit dem Boss überhaupt nicht klar. Wir machen viel zu wenig Damage. Yeah.
Ach, komm! Jetzt laufe ich auch noch ran. Läuft er wieder perfekt, ja. Ja, sind wir wieder schon fast eine Stunde dran. 43 Minuten. Ja, fast 44 Minuten. Ach ja, ich bin wirklich gespannt, wie lange das noch dauert. Ich hoffe, ich bekomme es irgendwann mal hin, dass ich sie besiege, ey. Das kann doch nicht sein, dass ich so lange dran sitze. An einem Boss, der noch ziemlich am Anfang ist. Das ist doch lächerlich. So langsam, aber richtig. Ja, natürlich trifft mich das, während ich ausweiche. Und da bringt Blocken auch nichts, ja, ist klar. Ja, nicht zu bestützen. Ich sagte doch noch, verdammt nochmal. Das gibt's doch nicht, verdammt. Aber da habe ich keine Anti-Langsam-Dinger mehr. Das sah wieder so gut aus und dann... ja.
Ich hasse es so langsam, aber richtig. Time for some payback, huh? Yeah. No harm in being prepared. Ich hab's noch gesehen. Mist, heil mich. Viel zu spät. 4 ist überhaupt kein Verlass. Hey. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Yeah.
Ja, das habe ich kaum gesehen. Ah! Wow, ey, das sieht jetzt verdammt gut aus. Zack dich und dann sowas. Wow, ey, das kann doch nicht sein. Oh, nice. Wow. Ey, das schafft bestimmt kein einziger, nur ich. Das ist so gut aussah. Das ist nochmal so gut aussah. Und am Ende doch noch alles verkacken, ey. Das kann wirklich nur ich schaffen. Wow. Kein Wunder, dass ich es nicht schaffe, ey. Wenn ich so gut spiele und am Ende, wenn es kurz vorm Sterben ist, das Vieh... Muss ich mich unbedingt umbringen lassen, ey. Das ist so unglaublich. Ich wollte es so schnell hinter mir haben. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach verdammt nochmal Wahnsinn. Komm mal weg. Ja, okay. Ach, ich glaube, ich brauche schon wieder eine kurze Pause. Ey, das frustriert mich jetzt schon langsam richtig. Stay relaxed and focused. Bring it any
That's the revenge. Ich hasse es, ey. Ich hasse es so sehr. Jetzt wurde ich wieder getroffen. Jetzt wurden wir beide besiegt. Okay. Das lief jetzt auch nicht wirklich gut. Okay, ich sage mal, ich werde es jetzt noch zweimal versuchen und wenn das wieder nicht klappt, dann brauche ich wieder eine kurze Pause. Weil das jetzt so langsam richtig anstrengend wird, da überhaupt nicht voranzukommen. Kann dann auch nicht mehr viel machen. Außer mich treffen lassen. Ja, so wie jetzt. Und natürlich mit was sie mich auch irgendwie getroffen hat. So langsam habe ich keine mehr. Ja. Das war sie noch nicht. Aber jetzt, ich habe das schon verkackt. So, sieht so aus, als würden wir das heute nicht mehr schaffen, nein. Aber gut, dann wird das Stream nur mit dem einen Bossfight da bestehen. Das ist faszinierend. Krass. Kotzt mich halt regelrecht an, dass wir schon bei den ersten Versuchen es schon fast geschafft hätten. Dann immer wieder jetzt so kläglich gescheitert sind. Come on.
Falle! Mist. Es ist zum Kotzen. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Jetzt mal ohne Witz. Jeder hat einen schlechten Tag, ja. Reib mir das unter die Nase. So. Ich werde es jetzt noch einmal versuchen und wenn ich da wieder kriege, ich scheitere, dann eine kurze Pause. Ja. Nach einer Stunde schon. Das ist krass. Aber das schlägt jetzt schon ziemlich ein. In der Bombe. Ich weiß nicht, was ich sonst noch alles machen soll. Das ist so eine fiese Attacke. Das wollte ich nicht machen. Dann gibt es jetzt eine kurze Pause. Wow. Wow, einfach wow. Ja. Ich würde einfach jetzt die Geste weiterführen. Hallo, Geste, meine Güte, warum geht das nicht? So, jetzt. Bis gleich.
So, versuchen wir es weiterhin. Ich bin zurück. Es muss doch irgendwie funktionieren. Sorry. Moving up. Ja, die Dinge gehen mir auch langsam aus, die anti-langsam Sache. Ja, läuft wieder perfekt. Wieder die falsche. Talent. Eingesetzt. Echt hart. Oh, you're up again. Ja, ja. Sorry. Moving out. Hallo, wieso passiert mir das gerade jetzt? Hallo. Und wie habe ich das überlebt? Oh.
better. Zerstört. Ja, weil mein Wireless-Controller irgendwie nicht mehr verbunden war. Das hat teilweise auch seine Probleme. Echt unpassend. Das hat's verkackt. Hey, you okay? Wow. Ich hasse es richtig so langsam. Hold on. I'm on my way. Perfektes Timing. Warum? Habe ich sie jetzt nicht getroffen? Mist. Ach, jetzt macht sie wieder diesen Move. Und trifft mich auch noch. Ja, es ist eh schon wieder vorbei. Das kann ich mir abschmecken. Dieses Leben! Ein Hit! Ich hätte nur einmal zu übergreifen müssen! Ich hätte nur einmal angreifen müssen! Ein Treffer noch und es wäre besiegt! Wow!
Ja. Verdammt ärgerlich. Ja. Wir stecken schon die ganze Zeit fest. Jetzt kommen wir nie wieder so nahe. Das wäre die Chance gewesen. Das wäre die einzige Chance gewesen, sie wirklich zu besiegen. Und jetzt schaffen wir es nicht mehr. Ärgerlich. Einfach nur verdammt ärgerlich. Andere Taktik. Was ist jetzt mit ihm los? Warum tut er nichts? Warum steht er einfach nur da? Willst du mich verarschen? Was war das jetzt? Warum hat mein Partner nichts gemacht? Ja, das haben wir dank dir jetzt vermasselt, du Scheiß. Hilfe, du. Sorry. Moving out.
Wieso hast du nichts gemacht? Wenn du bereit bist. Autsch. Sicherer Tod. Warum sollte es auch anders sein? Also irgendwie funktioniert das nicht so richtig, wie ich es wollte. Das finde ich zum Kotzen. Das finde ich richtig zum Kotzen. Ja, ich kann nicht mehr reden. Okay. Ja, wie oft hast du das jetzt schon gesagt? Und wie oft haben wir auf die Fresse bekommen? Ja, komm mal. Ich will langsam echt nicht mehr. Das ist doch schon langsam echt zu viel, ey. Wow. Jetzt sind es gleich schon 3 Stunden. 3 Stunden sind es sicher schon. Wo wir bei einem Bossfight stecken bleiben. 3 Stunden. Ja, wie gesagt, heute schaffen wir es nicht mehr. In 4 Minuten haben wir wieder Sonntag. Das ist Wahnsinn. Also irgendwie klappt das nicht so wirklich, wie ich es wollte. Warum blockst du nicht, ey? Das kann ich jetzt schon wieder vergessen, ey.
Ja, ging einfach viel zu schief. Viel zu viel schief. Hey, ich habe keinen Plan, wie ich die Hexe töten soll. Echt kein Plan. Don't run too far ahead. Working too hard isn't a good idea. Ey, das war so nicht geplant. Wow, 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 komm, töte mich. Ja. Das funktioniert auch nicht. Und ab. Stay calm. We'll get tunnel vision if you're too worked up. Könnte die ganze Nacht pfeifen. Und wir haben es nicht geschafft, wie ich gesagt habe. Einen wunderschönen guten Morgen, wir haben Sonntag. Vielleicht klappt der Sonntag. Da ich nicht arbeiten muss, ich weiß nicht. Ich bezweifle es so langsam, dass wir überhaupt weiterkommen, weil das ist jetzt schon langsam lächerlich. Ey, das kann doch verdammt nochmal nicht sein, dass wir es nicht hinbekommen. Das nützt auch nichts. Das aufzusparen. Mich das auch noch mitzähle. Oh.
Nein! Weg! Ja, das letzte musste mich unbedingt treffen. War so klar. Dass ich das nicht hinbekomme. Wäre auch viel zu schön. Hey, you okay? Also, wie es aussieht, brauchen wir doch noch einen zweiten Part. Das ist echt hardcore. Hold on. I'm on my way. Stay relaxed and focused. Yeah! Bring it any time. Mist! Okay. Bei Bechlack sind nichts mehr zum Heilen da. Was zum Teufel? Ja, was war das jetzt, verdammt nochmal? Das spielt ja jetzt Kamera nicht wirklich mit. Irgendwie will das Spiel nicht, dass ich es schaffe, oder? Ey, jetzt reicht's mir verdammt nochmal, wenn ich das jetzt hinbekomme. Wenn ich das jetzt verdammt nochmal hinbekomme, dann könnte ich kotzen. Dann könnte ich richtig kotzen, wenn ich das jetzt hinbekomme. Wo war das jetzt?
Da will ich auch nicht mehr den nötigen Eichhörn, um das zu nutzen. Und mehr Leben haben wir jetzt auch, oder wie es aussieht. Wow. Das ist jetzt ein Witz, oder? Okay. Wow. Was für ein Scheißdrück. Okay, wieder in einer Erinnerung dran und es lag wirklich am Blutcode. Was mich echt jetzt schon ein bisschen ankotzt, aber gut. Kann ich da rein? Tatsache. Also, dass es wirklich am Blutcode lag, sowas Simples. Dass das so einen riesigen Unterschied macht. Faszinierend. Okay, krass. Schön. Aber was ist das jetzt? Ich sehe nichts mehr. Oh, Schneegebiet. Was hat das zu bedeuten? Oder sind die beiden interessant? I think that memory was from the boy. What exactly was going on? The snowy mountain. Is something there?
You saw who was there with the kid, right? How do you think those two know each other? What the hell is going on? Jack, ich vermute mal, das war der Vater oder so. Irgendwie von der Stimme würde das passen. Oder? Ja. Nagimokuro. Ach ja. Achso, das ist ein Großschwert. Ja gut, das haben wir noch gar nicht. Interessant. All of that. Damn. She's losing herself. She needs blood. Right. Then we're going back to base. Are you there? I'll be back. Wait, let me go with you. You shouldn't sleep so late, you know. I want to keep Mia safe. Don't go, Nicola! Dream? But that means...
exactly is going on here anyway? Why does every blood vein we find lead back to the old city ruins? The key to finding the source is there. That's all I can say for certain. Sure. But we've been everywhere we can... Try here. You know the statue of the goddess in the ruins? There's a mechanism inside of it. I see. So that's our ticket. Hey, are you sure you should be up and about? Yeah, it's okay. Sorry for causing you so much trouble. I'm fine now. I hope I'll get a chance to repay you. That information is more than enough. There's a favor I'd like to ask. I'd like you to tell me how to get here. Please, it's really important to me. I'll pay you back, I promise. I'd love to tell you, if I knew. I'm not sure of the path there myself. Other than that, it's sealed off by my asthma. I see. Sorry, I don't mean to make demands of you. It's not impossible, though. We're able to pass through the miasma, thanks to our friend here. If you decide to stay with us, I'm sure we'll find the way to your snowy mountain eventually. Of course, you would need to help us out with our objective first. I'm glad to do whatever you need me to. As long as I end up reaching my destination. We have a deal. Good to have you along. Likewise. Well, great. I guess that's settled then. You are now officially one of our friends. Friends? I'm Yakumo. This brainiac here is Louie. And... Huh? Where'd Murasame and Io get to? I mean, if that's okay. It is. Actually, I don't think we've gotten your name yet. Oh, I'm Mia Karnstein. And I'm good in a fight if you guys ever need the help. Yeah, you sure did a number on Yakumo. Seriously, that really hurts. Glad to have you on our side, Mia. Everyone's stuff is fixed up and ready to go. Oh, you're an angel, Murasame. Sorry we're always piling up the work on you. Well, you'll find the source for sure this time, right? I look forward to hearing your report when you get back. Look at all this stuff. Did you gather it yourself? Oh, you're feeling better. That's great. I was worried about you. Hey, you and I are about the same age, aren't we? We're gonna be besties, I can tell. She's like that with everyone. Just smile and nod and it'll be fine. Now, those aren't for you, Io. We wouldn't want you to get hurt.
That's right. No need to rush recklessly into battle. There are people waiting for us at home, after all. And without them, well, where would we be? Oh, Yakumo looks sad. Give me a break. And don't look at me like that. It's no big deal, okay? My friends are important. They're like family to me. My friends were all scattered after the Great Collapse. I don't even know if any of them survived. But every time we go somewhere new, I keep an eye out for them. Anyway, I count myself lucky. I went through some really nasty rejections back when I became a Revenant. Honestly, I was right on the brink of losing myself. It was my friends that pulled me back, kept me safe. Bunch of sentimental fools. I'll keep him safe, no matter what happens. That's how much my friends mean to me. And now I've got three more sheep to look after. A man's work is never done. So just don't worry about it. Well, you're in awfully high spirits. What do you mean? Normally, you've got eyes like a dead fish. But now, you actually seem alive for once. I'm just glad you found some friends to cheer you up. Friends? I suppose you're right. It looks like everyone has gone to rest. It seems more cheerful here now. The atmosphere has brightened a lot since we first came. You have the strength to overcome any obstacle in your path. A curious individual indeed. Recently, I've been puzzled. If it is possible, to stay with you, just like the others. I think a lot about how I would like to come with you and help to make a difference. But it cannot be. I am unable to fight, so I would only put you in danger. I have to continue doing what I must. That much I am sure of. But there's something that confuses me. It's a strange sensation that wells up from within me. What is it? It could be. I'm not sure. It's a feeling as though something is pushing me. Zurück zur Basis. Und warum verliere ich ständig die Verbindung zu meinem Controller?
Ich weiß nicht. Aber die Henkerin haben wir jetzt. Das ist eine neue Geste erworben, okay. Und wir haben die Henkerin eigentlich hinter uns gelassen. Das ist Geschick, okay. Kann ich aber irgendwie nicht nutzen. So. Wir haben jetzt 62.000 Dunst. Irgendwas wollten wir uns da holen. Was ist mit den Geschenken? Persönliche Mahlzeit von Coco. Okay, cool. Übersteuerung. Okay, knalloser Sensenmann. Ich weiß nicht. Betäubungszeichen. Stattet deine aktuelle Waffe zu, oder wäre sie mit Paralyse-Effekt aus? Okay, das wäre interessant. Ich glaube, ich wollte irgendwas anderes haben. Fester Stand. Ja, genau das wollte ich. Unzureichend. Was? Okay, da brauche ich noch irgendwas. Erhöht Stärke und Vitalität. Aha, okay. Nehmen wir das. Aber ich denke, wir werden beim nächsten Mal weitermachen. So, welcher Drachensatz? Dreifach Annihilator. Was habe ich da benutzt? Ich glaube, das war der Drachensatz, kann das sein? Spring für einen Angriff von oben vor. Nee, das konnte ich doch nicht nutzen, oder? Was habe ich da benutzt? Muss ein Stair sein. Wie viel kostet das Eicher 5? Oh, ja gut. Aber ich werde den Stream jetzt beenden und beim nächsten Mal werden wir weitermachen. Vielleicht werde ich danach noch Monster Hunters spielen, aber mit Code Vein war es das jetzt erstmal. Mir ging es jetzt nur um Henker ran und ja, eigentlich hätte ich schon irgendwie gewollt, dass ich da noch etwas mehr mache, aber jetzt waren so viele Story-Sequenzen. Das reicht, denke ich mal. Ja. Beim nächsten Mal schauen wir, wie wir weiterkommen. Dementsprechend wünsche ich euch noch eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Oder bis später, muss ich schauen. Vielleicht werde ich noch danach mal zu unterspielen. Aber sicher bin ich mir nicht.
Aber gut, ich beende jetzt den Stream. Und das war's jetzt erstmal mit Code Vein. Ja. Bis denne.